Hier sind die EmsTV News. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni. Ich begrüße Sie zu Ihren regionalen Nachrichten. Das Gesundheitsamt des Landkreises Emsland bestätigte seit gestern Vormittag 2 weitere Corona-Infektionen. Zudem gelten kreisweit 6 weitere Personen als genesen. Die Zahl aktueller Infektionen liegt heute bei 48. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz sank auf 5,5. Eine Bluttat hält heute eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen in Atem. 2 Menschen verloren auf grausame Art ihr Leben. Die Innenstadt in Espekamp im Landkreis Minden-Lübbecke ist in den Mittagsstunden abgesperrt. Hier mussten 2 Menschen sterben. Getötet wurden sie durch gezielte Schüsse eines Täters. Wir sind heute Vormittag per Notruf darüber informiert worden, dass es hier in der Innenstadt von Espelkamp mehrere Schüsse gegeben hat. Die Rettungskräfte und unsere Einsatzkräfte sind dann sofort hier hingeeilt. Wir haben hier letztendlich dann 2 Personen vorgefunden, ein Mann und eine Frau. Und für die kam letztendlich durch den Rettungsdienst jede Hilfe zu spät. Die Anwohner selbst hatten nach Abgabe der Schüsse die Polizei verständigt. In der Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen herrscht Fassungslosigkeit. Ein Augenzeuge berichtet. Ja, der Ex-Mann hat quasi von der Frau den Bruder hier in der Wohnung umgebracht. Und ja, und dann ist die Frau rausgeflüchtet. Und dann hat der Ex-Mann quasi die Frau auch draußen, ist sie weggelaufen, sie auch jetzt erschossen. Ne? Das war das. Ja, ich bin sehr unter Schock jetzt. Ehrlich, ich kann nichts mehr erzählen. Angeblich soll es sich bei der Tat um ein Familiendrama gehandelt haben. Diese Information wollte die Polizei nicht bestätigen. Dringend tatverdächtig ist ein 52-jähriger Mann aus Diepenau. Medien hatten berichtet, dass sich der Mann nach seiner Tat selbst das Leben genommen hatte. Diese Meldung kann die Polizei nicht bestätigen. Obwohl weiterhin nach dem Todesschützen gefahndet wird, beruhigt die Polizei die Menschen in und um Espekamp. Was aber wichtig ist, es besteht und bestand auch keine Gefahr für die Bevölkerung hier in Espekamp. Neben der Polizei war ein Spezialeinsatzkommando vor Ort. Ein Notfallseelsorger betreute die Familienangehörigen der Erschossenen. Die Ermittlungen laufen weiterhin auf Hochtouren. Heute ereignete sich ein Unfall im Landkreis Cloppenburg. Ein Mann kam dabei ums Leben. Wir befinden uns hier gerade auf der B72. Hier hat sich gegen 13.55 Uhr ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Und zwar war es so, dass ein mit Anhänger beladener PKW auf dieser zweispurigen Fahrspur in Richtung Friseute unterwegs war. Darin saßen eine 26-jährige, im 7. Monat schwangere Frau gemeinsam mit ihrem Partner. Die Frau hat das Fahrzeug geführt, während der Partner auf dem Beifahrersitz saß. Auf der zweispurigen Überholspur hat die Frau zum Überholen angesetzt. Wir gehen nach bisherigem Erkenntnisstand davon aus, dass aufgrund des mit Steinen beladenen Anhängers der PKW beim Wiedereinstehen vielleicht in Schlingern geraten ist, auf die Gegenfahrbahn geraten ist und dort mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper kollidiert ist, sodass es zu einem Frontalzusammenstoß kam. 2 Kollegen unserer Inspektion sowie ein Ersthelfer haben den leider tödlich verletzten Mann aus dem Fahrzeug geborgen. Die schwangere Frau war noch selbstständig in der Lage auszusteigen und wurde dann notärztlich versorgt. Die werdende Mutter ist derzeit mit dem Rettungshubschrauber auf dem Weg in ein umliegendes Krankenhaus. Der Auflieger des Sattelzugs hat eine Gasladung geladen, wenn ich das richtig verstanden habe. Dort ist ein Leck entstanden, was derzeit gekühlt wird aufgrund der starken Hitzeeinwirkung. In Tinnen entstehen neue Baugrundstücke. Sie sollen vor allem die jüngere Tinner Generation locken, sich in der heimischen Ortschaft niederzulassen. Unsere Reporter Stefan Hippler und Jonas Ströer berichten. In den nächsten 4 Jahren werden im Haarener Ortsteil Tinnen 26 neue Baugrundstücke entstehen. Derzeit laufen die Arbeiten zur Ersterschließung des Neubaugebietes über die Straße Lohkamp. Die Bauentwicklung ist von Bedeutung.
Für jede Ortschaft einer Kommune ist es wichtig, dass Bürgerinnen und Bürger aus der Ortschaft auch in der Ortschaft eine Zukunft haben. Denn ohne entsprechende Möglichkeiten, dort auch sesshaft zu werden, hat das ja viele Implikationen nach sich ziehend. Hindeingehend, dass der Kindergarten nicht so bestückt werden kann, dass die Schule weniger Schülerinnen und Schüler hat, dass die Vereine nicht mehr die Jugendmannschaften aufstellen können etc. Insofern ist das natürlich wichtig, dass nach wie vor in allen Ortschaften immer genügend Bauland ausgewiesen wird. Der Grundstückspreis in dem Baugebiet beläuft sich auf 79,50 Euro pro Quadratmeter. Dabei werden die Kosten des Flächenankaufs, der Finanzierungskosten und der Erschließungskosten auf den Quadratmeterpreis umgelegt. So werden die Grundstücke voll erschlossen verkauft. Dies erfolgt jedoch gestaffelt. Der Stadtbaurat der Stadt Haaren und Geschäftsführer der GEG Henrik Brinker begründet, das ist nicht nur nach Wohn- und Gewerbeflächen, sondern natürlich auch durch landwirtschaftliche Nutzung oder auch beispielsweise Naturschutznutzung. Größere Flächenkonkurrenz, die wir da insgesamt schaffen. Das macht natürlich die Verfügbarkeit von Fläche und damit natürlich auch die Verfügbarkeit eines Neubaugebietes immer zusehends schwierig und im Zweifel auch teuer. Hier haben wir eigentlich ein gutes Modell damit gefunden, sowohl vom Ankaufs- und Erschließungspreis her im Rahmen zu sein. Im Jahr 2021 werden daher lediglich 12 Grundstücke verkauft. Bewerber aus Tinnen haben auf die Bauplätze ein sofortiges Zugriffsrecht. Dadurch wird sichergestellt, dass jüngere Tinner sich in der Ortschaft niederlassen können. Das Stadtmuseum Meppen hat eine Fotoausstellung zum Thema 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland eröffnet. Sie reiht sich damit in die bundesweiten Veranstaltungen der Erinnerungskultur ein. Stefan Hippler berichtet. Eine Fotoausstellung mit dem Thema Auf den Spuren jüdischen Lebens im Emsland soll die Vielfalt der Kultur in den emsländischen Kommunen aufzeigen. Mit Hilfe von Texttafeln wird die Geschichte gezeigt. Josef Grave, der ehemalige Geschäftsführer der emsländischen Landschaft und des Heimatbundes, erklärt, wie eine gelungene Erinnerungskultur aussehen kann. Es geht darum, dass die Menschen sich auf Spurensuche beispielsweise bei dem Thema jüdisches Leben im Emsland begeben. Sie sollen die Orte, die authentischen Orte der Erinnerung aufsuchen und das vermittelt diese Ausstellung in vorbildlicher Form. Bei der Wanderausstellung stößt der Besucher auf verschiedene Exponate und Fotos. Die Erinnerungsstätten können nicht nur auf Fotos angesehen, sondern auch besucht werden. So steht in Freren ein jüdisches Bethaus und in Haaren befindet sich der jüdische Friedhof. In Lingen erinnert der Gedenkort der ehemaligen Synagoge an die Historie. Ein Erstarken der rechten Bewegung im Emsland ist nicht zu befürchten. Also ich glaube, dass wir im Emsland eine Gesellschaft haben, der sehr wohl klar ist, dass wir hier schlicht und ergreifend geerdet sind. Und das ist schon mal eine gute Möglichkeit, gegen Rechtsradikale anzutreten. Wir haben hier unsere Werte, wir haben kein Wertevakuum. Und was eben sehr wichtig ist, und das ist eben auch ein Hintergrund für diese Ausstellung, dass an in dem Fall das jüdische Leben im Emsland erinnert wird, es dargestellt wird. Zu den Initiatoren gehören der Emsländische Heimatbund, das Emsland Archäologiemuseum und das Stadtmuseum in Meppen. Es reicht einfach noch nicht für das Handball-Oberhaus. Nach 2 Jahren in der Eliteklasse wird die HSG Nordhorn-Lingen nach der laufenden Saison absteigen. Gestern verlor das Zweistädte-Team mit 26:29 gegen den TVB Stuttgart. Sören Menke hat mit frustrierten HSG-Spielern gesprochen. Björn, 26:29 am Ende. Es wurde erst spannend, als das Spiel fast schon gelaufen war, relativ spät in der Partie. Warum habt ihr euch heute so schwer getan? Ja, wir haben uns in der ersten Hälfte ziemlich schwer getan. Wir haben kämpferisch eigentlich gut gespielt, haben dann aber viele technische Fehler gemacht, gerade in der ersten Hälfte. Ein paar Dinger, ein paar Chancen ausgelassen und sind auch in der Abwehr nicht richtig zum Zugriff gekommen. Und haben ein paar wenig Stopp-Fouls gemacht, ein paar Dinger sind immer so reingerutscht. Ein, zwei hätte ich noch mehr halten müssen. Ja, ich glaube, die haben ein bisschen zu einfache Tore da in der ersten Halbzeit gekriegt. Wir haben nicht richtig so gut gestanden in der Abwehr, wie wir wollen. Und von daher können wir auch nicht zu einfache Tore nach vorne laufen. Sogar wir müssen immer kämpfen vorne, 6 gegen 6.
Und gleichzeitig kriegen die ein bisschen zu einfache Tore. Nach so circa 35 Minuten habe ich bei dir gesehen, da musste der Frust einmal raus. War es eine bestimmte Szene, die dich aufgeregt hat, oder war es dann die Summe? Ja, es ist dann unterm Strich auch die Summe, sag ich mal. Es sind ein paar Dinge aufs Tor gekommen, wo ich mich für die falsche Ecke entscheide, weil ich mich falsch orientiere oder den falschen Weg gehe. Ja, natürlich haben wir hier seit von Gefühl ein Jahr nicht gespielt und wir wollen unsere Fans was zeigen, auch mit Siegen nach Hause gehen. Ja, hinterher ist der Frust natürlich groß und die Stimmung ist jetzt in der Kabine natürlich auch nicht dementsprechend positiv. Es ist, ich will nicht so viele Details sagen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns irgendwie ankacken oder so gegenseitig. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend, ne? Jetzt dann doch final abgestiegen zu sein. Ja, schlechte Nachrichten für den regionalen Sport, aber gute Nachrichten für uns alle, denn wir haben heute schönes Wetter und ich werde das heute Abend auch genießen und einen schönen Abend im Freien verbringen. Denn das waren sie, die EmsTV News für heute. Weitere Informationen wie immer im Internet unter www.emstv.de. Morgen sind wir wieder für Sie da. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.